Vielen Dank, schönen Abend. Danke. Lisa, schön, dich wiederzusehen. Wir haben damals bei der Berlinale ein schönes Interview gemacht. Du erinnerst dich wahrscheinlich zu Luna, war das. Ja, ich weiß. Ja, da ist sie wieder. Lisa Vicari, immer wieder gerne gesehen. Was für eine tolle junge Schauspielerin aus Deutschland. Dark, mega geile Serie. Luna, mega toller Film. Und jetzt bist du auf der Premiere von 1899 und ich frage mich die ganze Zeit, warum spielst du da nicht mit? Ja. Das kannst du mal hier Boden Jantje fragen. Nee, ich meine, es ist eine neue Story und ich finde es voll schön, auch einen neuen Cast zu sehen in dieser neuen Welt. Und ich kann jetzt endlich mal das auch komplett als Zuschauerin entdecken und ich weiß nichts darüber. Und ich kann wie jeder andere auch anfangen, es zu gucken und komplett eintauchen. Das ist auch was Schönes. Nochmal kurz zum Darkset zurück. Wie sehr hat diese Serie auch vielleicht deine Karriere nochmal gepusht? Weil es ist ja international ein Riesenbrett. Ja. Und ich merke es, wenn ich Interviews hochlade, also gerade aus dem Nahen Osten, aus Japan, aus Amerika, aus Brasilien, unglaublich viele Leute, die darauf reagieren. Also es ist wirklich ein Welterfolg. Ja, es ist total absurd und irgendwie immer noch schwer zu fassen, was es für einen internationalen Erfolg hatte. Und es hat mir natürlich viele Türen geöffnet, weil ich natürlich international auf einmal, Leute meine Arbeit sehen konnten und sie die Show mochten. Und ich habe davon natürlich total profitiert und bin sehr dankbar, dass ich Teil davon war. Wie viel Fanpost bekommst du heute noch? Ja, ich zähle die jetzt nicht, aber ich merke es vor allem im so persönlichen Kontakt, wenn mich Menschen auf der Straße ansprechen und sagen, sie finden die Serie toll und so. Und das ist ja eigentlich das, was so wirklich, wo man es dann spürt und das einen auch berührt, dass es so um die Welt gegangen ist. Ich noch als letzte Frage, was war so die schönste Begegnung vielleicht, wo dich jetzt jemand angesprochen hat oder dir was Nettes geschrieben hat, wo du wirklich merkst, so wow, ich habe da wirklich was in den Menschen bewegt. Aber es gibt so viele verschiedene und ganz viele kleine, aber so, es gibt Leute, die tätowieren sich Jonas oder Martha oder auch die Höhle oder irgendwelche Zeichen von Dark auf ihre Haut und das ist ja sowas komplett Unendliches, was ewig auf dem Körper bleibt und das ist schon krass, dass Menschen die Serie so bewegt hat, dass sie sich ein Tattoo dazu stechen lassen. Ja. Dankeschön, vielen lieben Dank danke auch. Und ganz viel Spaß bei der Premiere. Dankeschön. Dankeschön, vielen Dank. Danke. Tschüss.